So, heute wenden wir uns einer Novelle von Büchner zu. Die heißt Lenz. Da geht es um das Schicksal eines geisteskrank gewordenen Schriftstellers. Und dort gibt es ein sehr interessantes Gespräch über Kunst. Und da werden zwei verschiedene Arten des Idealismus vorgestellt, von denen eine unserer Meinung nach durchaus auch heute noch eine Bedeutung haben könnte. Schauen wir uns das mal kurz an. So, wir haben das hier rechts wie immer ausführlicher dargestellt. Das findet man in der Dokumentation auch. Wir gehen mal vom Schaubild aus. Wir haben die Zeit der Klassik, ne, mit Goethe, Schiller. Bei Goethe zum Beispiel Iphigenie 1786, Schiller zwei Jahre vorher, Kabale und Liebe. Und dort gibt es also richtige Heldinnen. Bei Iphigenie ist das eine, die dann am Ende doch die Wahrheit sagt, obwohl das für sie auch sehr gefährlich werden könnte. Und natürlich wird alles gut, weil das Gegenüber natürlich dann auch entsprechend sich da hocharbeitet zu einer guten, edlen Haltung. In Schillers Kabale und Liebe, da gibt es eben mit der Luise Millerin, der Tochter eines einfachen Geigers, die sich in einen Adligen verliebt hat, was fürchterlich schief geht, aber sie hat eben Kraft, ihm zu entsagen. Am Ende ist sie dann zwar tot, aber das ändert nichts an ihrem Heldentum. Und das ist eben etwas, was zur Klassik gehört. Übrigens hat Goethe selbst sogar ein bisschen schlechtes Gefühl gehabt. Der hat nämlich gesagt, seine Iphigenie sei verteufelt human, also schon nicht mehr ganz menschlich eigentlich. Und über Luise haben wir ja gesprochen, zwar eine Heldin, aber sie wird das Opfer eines Machos. Und mit dieser Art von Idealismus können wir heute nicht mehr viel anfangen. Und darum kommen wir zu Büchner, der, wie gesagt, so einen Teil des Lebens dieses Schriftstellers Lenz beschreibt. 1835, 36, also deutlich später, schon aus der Klassik heraus. In den Bereich des Vormärz hineingehend, und der schildert eben auch ein düsteres Schicksal, und das wäre überhaupt nichts für Goethe gewesen, besonders Goethe hat sich damit nie beschäftigen wollen. Da sieht man auch schon den Unterschied zwischen dem Idealismus und dem, den Büchner hier entwickelte, mit Hilfe von Lenz, wie wir gleich sehen werden. Schauen wir uns mal einige Zitate an. Das sieht jetzt ein bisschen unübersichtlich aus und darum entwickeln wir das einfach. Links ist dann ein zusammenfassendes Schaubild und hier gehen wir eben mal kurz den Text durch. Ne? Lenz ist bei einem Pfarrer untergekommen und hat da eine gewisse Ruhe gefunden. Dann kommt aber so ein Bekannter vorbei namens Kaufmann und der ist ein Anhänger von Goethe und Co., von der Klassik also. Und dann heißt es, Lenz widersprach heftig. Er sagte, die Dichter, von denen man sage, sie geben die Wirklichkeit, hätten auch keine Ahnung davon. Doch seien sie immer noch erträglicher als die, welche die Wirklichkeit verklären wollten. Wirklichkeit verklären, damit meint er Goethe und Schiller. Das heißt, die reine Wirklichkeit will der Lenz nicht, aber noch schlimmer ist es eben, wenn man die Wirklichkeit schöner darstellt, anders darstellt, als sie ist. Und er sagt stattdessen, ich verlange in allem Leben, echtes Leben, Möglichkeiten des Daseins und dann ist es gut. Wir haben dann nicht zu fragen, ob es schön, ob es hässlich ist. Das Gefühl, dass, was geschaffen sei, Leben habe, stehe über diesen beiden und sei das einzige Kriterium in Kunstsachen. Und das ist natürlich eine sehr moderne Vorstellung. Es kommt nicht darauf an, ob es schön oder hässlich ist. Es kommt darauf an, ob da wirkliches Leben pulsiert. Und er sagt nochmal kritisch, da wollte man idealistische Gestalten, also wie Iphigenie und Luise. Aber alles, was ich davon gesehen habe, sind Holzpuppen. Damit meint er also eigentlich Kunstfiguren, die in der Wirklichkeit kaum vorkommen. Dieser Idealismus, sagt er darum, ist die schmählichste Verachtung der menschlichen Natur. Denn die Natur ist ja eben echtes Leben. Schauen wir uns das mal ganz kurz an in dem zusammenfassenden Schaubild. Wir haben hier also die alte Vorstellung der Klassik. Ne? Da geht es darum, die Wirklichkeit zu verklären. Und er sagt, da entstehen nur Holzpuppen, Kunstfiguren. Und eigentlich ist es eine Verachtung der menschlichen Natur. Für ihn entscheidend ist echtes Leben. Die Pfeile gehen immer zu den Textstellen dann hin, wenn man das vergleichen oder im Zusammenhang sehen will. Ganz egal, ob es schön oder hässlich ist. Und das ist das einzige Kriterium der
Kunst. Und es geht ihm, dem Lenz, um Möglichkeiten des Daseins, individuell, natürlich. Und das ist natürlich ganz anders als bei diesen standardisierten Holzpuppen, die er meint, bei Goethe und Schiller in der Klassik zu sehen. Das kann man im Einzelnen natürlich überprüfen, aber der Grundunterschied, der dürfte hier doch klar geworden sein. Schauen wir uns dann den zweiten Teil dieses Auszugs an, den wir auf der Homepage auch noch genauer vorstellen natürlich. Er sagt nämlich jetzt, man versuche es einmal als Schriftsteller und senke sich in das Leben des geringsten, des einfachsten Menschen und gebe es wieder in den Zuckungen, den Andeutungen, dem ganzen feinen, kaum bemerkten Mienenspiel. Also wirklich die Feinheiten, die sich bei einem Menschen zeigen. Und das können die prosaischsten, die scheinbar unkünstlerischsten Menschen unter der Sonne sein. Aber die Gefühlsader ist in fast allen Menschen gleich. Nur ist die Hülle mehr oder weniger dicht. Und darum muss man durch sie durchbrechen, ein hartes Wort, aber er meint eigentlich damit, man muss nur Augen und Ohren für die Menschen haben, für diese ganz individuellen Regungen. Und da bringt er ein Beispiel, wie ich gestern eben am Tal hinaufging, sah ich auf einem Steine zwei Mädchen sitzen. Die eine band ihr Haar auf, die andere half ihr, und das goldene Haar hing herab und ein ernstes, bleiches Gesicht. Und doch so jung. Und die schwarze Tracht und die andere so sorgsam bemüht. Man sieht hier deutlich, dass der Lenz genau hingeschaut hat und da ist ihm etwas geblieben, was er dichterisch gestalten könnte. Und er sagt dann auch, man muss die Menschen lieben, um in das Eigentümliche, das besondere Wesen eines jeden Menschen einzudringen. Es darf einem keiner zu gering, keiner zu hässlich sein. Erst dann kann man sie verstehen. Das unbedeutendste Gesicht macht einen tieferen Eindruck als die bloße Empfindung des Schönen. Also wenn man von außen einfach drauf guckt, ne, auf das glatte, schöne. Und man kann die Gestalten aus sich heraustreten lassen, ohne etwas vom Äußeren, von außen hinein zu kopieren. Schauen wir uns das auch mal kurz an. Die Aufgabe des Dichters ist, sich in das Leben auch einfacher Menschen versenken, das Besondere hervorheben, Auge und Ohr für das Innere haben. Die Voraussetzung dafür ist, dass man die Menschen wirklich liebt und nicht nur irgendwelche Ideen. Und das Ziel ist letztlich, Menschen zu verstehen und als Dichter natürlich auch dann so zu beschreiben, dass andere das nachvollziehen können. Ja, die zusammenfassende Auswertung. Auch da gehen wir jetzt hier von dem Schaubild aus. Hier ist es etwas ausführlicher dargestellt nochmal. Der Idealismus der Klassik. Das war so eine Art Kunst von oben. Ja, es sollte Vorbildmenschen geben. Machen wir es mal ein bisschen größer hier. Es ging um vorbildliche Menschen, wie zum Beispiel diese Iphigenie oder diese Luise Millerin aus Kabale und Liebe. Und die wurden eben gestaltet, entsprechend den Idealen der Klassik, edel, hilfreich, gut. Und das entsprach dem Göttlichen. Es gibt ein berühmtes Gedicht von Goethe, das Göttliche. Da kann man das sehr gut nachlesen. Und denen sollen die Menschen nacheifern. Die Menschen sollen sich gewissermaßen hinaufbilden. Eigentlich sich selbst verlassen und etwas Besseres werden. Und das ist ja nicht mehr unsere Vorstellung unbedingt heute. Und der Idealismus dann von Büchners Lenz, der sieht ganz anders aus. Das ist eine Kunst von unten. Ja. Es geht darum, das Besondere, das Einmalige aus Menschen herauszuholen. Ganz egal, ob schön oder hässlich. Und aus dem Innersten herausholen. Und eigentlich soll es heraustreten. Herausgesehen werden, herausgehört werden und dann auch herausgeschaffen werden. Ja, wir hoffen, dass der Unterschied klar geworden ist zwischen diesem Idealismus der Klassik, der von oben, von Ideen ausgeht, und diesem Idealismus, Idealismus nennt er das deshalb auch noch bei Büchner, weil es ja von der Liebe zu den Menschen ausgeht, aber das ist einer, der eben von den Menschen ausgeht und das Gute aus ihnen heraustreten lässt, was schon da ist. Wie immer hier die Dokumentation
Dort Aktualisierungen, Korrektur möglicher Fehler. Den Link dazu legen wir hier bei den Infos ab. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen in den Kommentaren. Denn auch dieses Video ist wieder entstanden, weil jemand uns aufmerksam gemacht hat auf dieses Kunstgespräch, aus dem wir dann eine ganze Menge herausholen konnten. Und wer unseren Kanal schnell durchblicken abonniert, der wird eben dann auch informiert, wenn das nächste Video dann erscheint und für euch möglichst auch interessant ist. Auf jeden Fall wünschen wir viel Erfolg.